Ja, das war so, dass an einem Tag mich eine Freundin angerufen hat. Die hat gemeint, Nina, wir brauchen dringend deine Hilfe. Dann habe ich gemeint, ja, was ist denn los? Die hat gemeint, ja, ich schicke dir jetzt alles, also Videos, RTG-Bilder und so. Dann sag mir bitte, ob diesem Kater noch geholfen werden kann. Habe ich gemeint, ja, okay. Die Diagnose von Tierärzten war, dass das eine Autoimmunkrankheit ist. Und meine Diagnose war, dass das eine starke Infektion ist. Und ich hatte recht. Der Kater wurde von einem anderen Kater gebissen. Die Wunde ist entstanden. Die Wunde wurde nicht richtig behandelt. Und die Infektion hat sich nur ausgebreitet. Davon waren jetzt auch die Knochen betroffen. Und ich habe zu der Besitzerin gesagt, du, da kann schon was gemacht werden. Aber das wird ein langer Kampf sein. Und die hat gemeint, ja, also ich bin bereit. Und so haben wir uns für den Kampf entschieden. Unser Kampf ist noch immer nicht zu Ende. Den ersten Schritt haben wir gemacht und jetzt kommen viele Physiotherapien, die wir machen werden. Und wir werden es schaffen, das weiß ich.